Norbert, ich bin's, Dolly. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Wasser und Malz. Ja, und heute wollen wir mal ein bisschen mit einem edlen Tropfen feiern. Ich habe gar keinen Grund, ehrlich gesagt. Also ich habe kein Jubiläum hier. Ich habe auch nicht das 100. Video. Das kommt irgendwann demnächst. Ich habe einfach nur mal Lust, heute mit euch einen ganz, ganz besonderen Tropfen zu probieren. Und zwar einen Aaron, 18 Jahre alt. Und wie ihr hier schon seht in der Flasche, hat der eine richtig schön dunkle Farbe. So schön rot. Würde fast sagen, es ist ein bisschen, sieht es nach Kirschsaft aus oder so. Der ist Sherry gereift. Also jetzt nicht gefinisht oder irgend sowas. Der ist wirklich in Sherry-Fässern 18 Jahre gereift. Hat hier so ein schönes Etikett, da ist so ein bisschen die 18 hervorgehoben, kann man so schön haptisch auch die Buchstaben mit den Händen erkennen. Also ich finde es sehr, sehr schön gemacht. Ist so ein klein wenig Decanter-Style, so ein bisschen Richtung Signatory vielleicht, obwohl das schon eine einzigartige Flaschenform ist. Aaron hat ja früher so diese normalen Flaschen, so ein bisschen schlank und höher, jetzt ein bisschen gedrungener und mit diesem Holzverschluss, wo dann in der Korken ist, ist schon schön gemacht, ne? Da ist dann ja auch so dieses Emblem oben drauf gebrannt. Also ziemlich wertig und auch schwer. Das muss man sagen, ist schon ziemlich schwer. Und ja. Und hier auf der Tube ist dieses Emblem auch nochmal. Dann hat hier der Master Blender James McTaggart unterschrieben. Der hat 46 Volumenprozent Alkohol, ist nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt. Dann sind hier noch die Koordinaten drauf, wo die Destillerie ist. Ja, und dann ist hier schön die Karte von Schottland und dann ist eingezeichnet in Gold, wo die Insel Arran liegt. Und dann ist hier noch mal größer und man sieht auf Arran im Norden die Stadt Loch Ranza. Am Rande dieser Stadt liegt die Arran Distillery oder wie sie jetzt heißt, Loch Ranza Distillery, weil im Süden ist die Stadt Lag und da hat man jetzt relativ neu eine zweite Distillerie aufgemacht, die Lag Distillery. Die Loch Ranza Distillery selber ist auch noch nicht so alt. Die ist 1991 angefangen worden zu bauen, war dann 1995 soweit fertig, dass sie am 29. Juni mit der Produktion angefangen hat. 1997 war dann die offizielle Eröffnung durch die Queen. Und den ersten Whisky gab es 2001. Ist schon ein bisschen her, aber deswegen hat man hier auch schon ein 18-jähriges, hoffentlich leckeres Stöffchen. Denn Flaschendesign und Tube und so weiter hin und her. Letztlich kommt es uns doch allen eher darauf an, dass uns der Whisky schmeckt und dass wir ihn gut riechen können. Ich habe ja schon mal eine Zeit lang im Glas und muss sagen, ich habe schon ein bisschen was von dem leckeren Duft in der Nase. Und dann fangen wir doch mal an mit dem Verriechen. Ich habe einen sehr leckeren, süß-würzigen Geruch. Warm. Was habe ich denn? Also, ich habe sehr Fruchtiges, so in Richtung ein bisschen Pfirsich, ein bisschen Orange, so saftige Orange. Auch ein bisschen Pflaume ist drin, also so im Prinzip einmal durch den Garten. Ich habe aber auch was Würziges, was aber ein bisschen so dieses Fruchtige umrahmt. Sagen wir mal,
Also im Prinzip hat man Früchte in einem schönen großen Holzbehälter. Also im Prinzip, man riecht so richtig die reifen, saftigen Früchte und man riecht aber auch so ein wenig, ja, dieses würzig-holzige von dem Holzbehälter. Sehr, sehr lecker, also. Man könnte aber auch sagen, das ist ein eingekochter Fruchtsirup, also das wird es auch irgendwo treffen. Aber es riecht sehr, sehr, sehr lecker. Das kann ich schon mal sagen. Ich kann mich eigentlich gar nicht satt riechen. Hab ein bisschen Alkohol in der Nase. Sticht zwar nicht, aber macht so ein bisschen die Nasenlöcher frei. Also man hat noch so ein bisschen so diesen erfrischenden Minzmoment. Aber so diese Früchte übernehmen hier eindeutig in der Nase das Zepter. Also so richtig, richtig saftig, süß, aromatisch. Diese fruchtige Süße und ein bisschen dieses Gewürzige drumherum. Das verspricht auf dem Gaumen auch sehr lecker zu sein. Und ich merke, wie mein Speichelfluss angeregt wird und ich habe noch gar nichts probiert. Ich habe richtig, richtig Lust, den jetzt hier mal zu verkosten. Dann machen wir das doch mal hier. Ja, das ist ja mal interessant. Also der ist auf dem Gaumen sehr vielschichtig. In der Nase war da nicht so viel rauszuriechen, aber auf dem Gaumen, boah, der ist toll. Also klar, bei meinem ersten Schluck hatte ich schon auch ein bisschen so leichtes pfeffriges Brennen vom Alkohol. Das ist jetzt beim zweiten Schluck weg. Aber ich habe eine sehr interessante Erfahrung auf der Zunge. Und die ist, es hört sich jetzt blöd an, aber die ist irgendwie dreidimensional. Also das ist echt Wahnsinn. Ich habe im Gaumen irgendwie so, es hört sich jetzt ganz blöd an, aber so ein dreidimensionales Gefühl. So die erste Lage, die erste Schicht ist so ein bisschen bittersüß, so wie Orange mit angeflammtem Karamell. Und dann habe ich das Gefühl, ich tauche da jetzt ein und stoße auf einen warm, fruchtig, süßen Kern. So in Richtung ein Pfirsich, der in der Pfanne ein bisschen leicht karamellisiert wird, so. Und danach komme ich zum Abgang und der ist dann wieder ein bisschen anders. Das muss ich mir jetzt aber noch mal angucken. Ja, der Abgang ist dann wieder so ein bisschen säuerlich. Da kommt ein bisschen Säure dann, aber auch süß. Also den Pfirsich habe ich im Abgang auch. Und ich habe aber auch ein bisschen Zitrusnoten. So ein bisschen säuerliche Zitrusnoten. Und natürlich auch schöne Schokoladegewürze. Es ist keine richtig dunkle Schokolade, 80% oder so. Aber ein paar Prozente hat die schon, vielleicht so 65, also schon ein bisschen zartbitter. Und dazwischen hat jemand dann so ein paar schwarze Pfefferkörner gestreut, die so ein bisschen auf der Zunge bitzeln. Also das ist ein
richtig, richtig leckerer Whisky. Ich habe geguckt, ob ich den irgendwo in einem Shop sehe. Ich habe einen Shop gesehen, da war er für etwas über 100 € drin. Ansonsten ist er im Augenblick irgendwie schwer zu kriegen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da kommt noch was nach. Die sind wahrscheinlich fleißig am Produzieren und im Augenblick ist ja eh ein bisschen schwierig, was die Rohstoffe angeht, aber auch was Glas angeht, hier mit den Flaschen und so. Mal gucken, also den kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Schaut mal nach, wann der wieder verfügbar ist. Wie gesagt, ich habe ihn nach relativ kurzer Recherche in zumindest einem Shop gefunden. Lasst mir bitte ein Like da, das wäre toll. Und falls ihr es noch nicht habt, abonniert meinen Kanal, seid so lieb, das unterstützt mich wirklich sehr. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Aaron Schrägstrich Loch Ranzer haltet. Vielleicht habt ihr ja auch schon Stoff von der Leck Distillerie probiert. Das würde mich auch interessieren, wie euch das geschmeckt hat. Und vielleicht habt ihr ja auch schon hier diesen 18er gehabt. Da würden mich natürlich auch eure Erfahrungswerte freuen. Ansonsten rieche ich noch ein bisschen diesen wirklich sehr, sehr leckeren Tropfen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, euer Olli.